Gott und willkommen auf dem Kanal des Weges. Heute werde ich einfach einen direkten Satsang geben. Also ich schließe die Augen für ein paar Sekunden und fange dann an. Ich habe vor ein paar Tagen einen Satsang auf Französisch gegeben über die Sanftheit Gottes, über diese das ist ein schwieriges Wort, Sanftheit, was ich da spüre in mir, und es umhüllt mich, wenn ich meditiere, wenn ich untertags den Dienst mache. Und das ist einfach ein wunderbares Gefühl, das ist kein Gefühl, das ist wirklich eine Tatsache. Es ist eine Dichte da, es ist unglaublich. Und wenn ich da drinnen bin und einfach lebe, mein normales Leben, das, was ich jeden Tag machen muss, dann ist es wirklich ganz anders mit dieser sanfte Begleitung, weil ich da mich, wie sagt man das, geschützt fühle, geliebt fühle, und ich weiß, dass ich am richtigen Ort bin. Ich lebe einfach intensiver, indem ich dann dieser Sanftheit bewusst bin. Es geht um den heiligen Namen, den nennen wir so in dieser Praxis, in dem Weg. Und das ist einfach, da habe ich nur Lust, darüber zu sprechen, Lust zu sagen, hey Mensch, mach das auch, das ist einfach ein tolles Leben, was du da leben kannst, indem du einfach der Lebenskraft, was in dir fließt, bewusst bist. Das ist ein tolles Gefühl, sich wie ein Säugling in den Armen seines Vaters zu fühlen. Es ist ein wunderbares Leben, wenn man weiß, dass man das tut, was man tun muss, und in Begleitung seines Vaters, in Begleitung seines Schöpfers, in Begleitung dieser Kraft, die da alles im Griff hat, alles beherrscht. Das ist mein Leben ist wirklich ganz anders geworden, seitdem ich diese spirituelle Praxis kennengelernt habe. Entschuldigung. Es ist wirklich, vieles hat sich geändert in mir drinnen, aber das kann ich nicht einfach so erklären und so sagen, weil das ist so tief, so intim. Da sind keine Worte dafür. Da gibt es keine Wörter dafür, das ist unmöglich. Und sag ihr einfach, mach das. Das lohnt sich. Es lohnt sich, einfach einen Fuß vor dem anderen zu setzen und diese Praxis zu üben. Es geht um Meditation, um formelle Meditation mit 4 Techniken. Es geht um Meditation untertags mit 2 von diesen Techniken, die sind absolut, man kann sie nicht sehen. Und es geht auch noch dann um Satsang. Satsang ist zum Beispiel das, was ich jetzt sage. Es geht darum, Texte oder zu lesen oder ein zu hören. Texte, die dann aus der tiefen Meditation heraus kommen und etwas in sich tragen, etwas, was dahinter steckt, und dann wird die Seele
vom Zuhörer berührt oder nicht. Und wenn sie berührt wird, dann passiert etwas Wunderbares innerlich. Und manche Menschen sind schon bereit dafür und manche einfach nicht. Das ist auch egal, wir sind alle auf diesem Weg dorthin. Aber wenn der eine oder der andere Zuhörer und Zuschauer dieser Videos und dem Podcast sich da angesprochen fühlt, also das ist wirklich eine tolle Praxis. Es ist mehr als das, aber das kann man erst wissen, wenn man das macht. Es geht nicht darum, Konzepte wieder zu lernen und nach Theorien zu leben. Es geht wirklich nur um eine effektive Praxis. Es geht um Tun und nicht um Sagen oder Denken oder Lernen. Es geht um das, also innerlich wahrzunehmen, was Gott in uns hineingesteckt hat. Ein Teil von ihm. Das kann man fühlen, sehen, hören. Das ist einfach unglaublich. Dann empfehle ich natürlich jedem, das auch zu machen. Für mehr Infos einfach eine Mail schicken oder einen Kommentar schreiben, meinen Blog besuchen. Alles ist möglich. Einfach wagen. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.